Ja, ich war mal wieder einkaufen und habe mir mal das hier besorgt. Das Nintendo Entertainment System NES Mini. Ja, so sieht's aus. Wunderbar, jetzt habe ich es auch mal. Das wird zurzeit im Technikclan XY verscherbelt. Da hat Nintendo mal wieder einiges rausgehauen. Die waren schon am Aussterben und wurden kaum mehr produziert. Und jetzt hat sich Nintendo gesagt, hauen wir noch ein paar raus. Und die gibt es jetzt noch in limitierter Version zum Kaufen. Naja, ein groß limitiert, aber limitiert. So, wir packen es heute, glaube ich, mal aus und gucken mal, was da drin ist. Ja, so schaut's aus. Ich bin schon hier am Auspacken. Auf geht's. So, hier geht's auf. Sehr gut. Dann holen wir das Teil mal aus seiner Box. Dann unboxen wir das mal. Na, wundervoll. Die Box ist leer. Sehr gut, stellen wir beiseite. Oder besser noch, wir stellen es hier hinter, damit es auch hübsch aussieht. Der Stuhl knarrt im Hintergrund ein bisschen. Ich bitte um Verzeihung. So, haben wir es hier im Hintergrund stehen. Im Hintergrund stehen. So, damals erstes eine Anleitung Operations Manual. Schauen wir uns doch mal an, wie das ausschaut. In Schwarz-Weiß muss ja wohl für so eine alte Konsole. Englisch, Deutsch, Französisch, Niederländisch, Russisch, Spanisch, Portugal, Italienisch, Svenska, Dansk, Somi und Norsk. Drei davon kann ich einigermaßen. Ich glaube, wir nehmen Deutsch. Hält sich den Gebrieken. Nee, das ist schon holländisch. Wo ist Deutsch? Ruski. Informatia. Us vergesse es. Vergiss es, ich kann nicht Russisch. Ich nicht können Russisch. 7, Seite 7, da ist Deutsch. Gesundheits- und Sicherheitsinformationen. Bitte lesen Sie und beachten Sie grundsätzlich die Sicherheits- und andernfalls können es zu Unfällen und Verletzungen kommen. Ja, packen wir es mal erstmal aus und gucken dann ganz praktisch, wie es so geht. Hier haben wir einen großen Klotz, der ziemlich leicht ist. Sehr, sehr leicht. Entfernen wir mal das die Folie drumherum. Hier haben wir, da steht schon HDMI dran. Hier haben wir die Konsole an sich. Hier haben wir das Nintendo Entertainment System. Versuch's mal in die Kamera anzuführen. Da sieht man es. Das NES aus Plastik. Ja, haben wir den Reset-Knopf und den Powerknopf. Andersrum. Ja. Und was natürlich auch noch mit dazu gehört, ist das hier, was wohl da noch drin ist. Hier ist schon ein Kabel drin. Aua! Der Controller. Der NES-Controller. Ja. Reset, Start, BA und das Steuerkreuz. Viel mehr gab es damals auf dem ersten Controller der Nintendo. Konsole NES noch nicht. Ja, schön in blaues Plastik verpackt. Eine kleine Folie. Entfernen die Folie. So, das kommt dann wahrscheinlich hier rein. In Slot 1. Spieler Nummer 1. Ready Player 1. So schaut's aus. Kann man es sehen? Nicht wirklich. Dann entferne ich mal das hier und
stell es mal so hin. Ja, noch ein bisschen Müll liegt darum, aber da haben wir sie, die Konsole. Da geht jetzt noch relativ wenig, da ist jetzt nichts zu spielen. Dazu brauchen wir jetzt erstmal das hier und das hier. Das sind zwei Kabel, die kann man irgendwo mit verbinden. Das scheint ein HDMI-Kabel zu sein. Wenn ich Glück habe, lässt sich mein Laptop damit noch verbinden. Ansonsten müssen wir das mal in den Fernseher anschmeißen. Mal gucken, wie ich das jetzt hier hinkriege. Ein HDMI-Kabel, ein handelsübliches, stinknormales HDMI. Oh, nicht kaputt machen jetzt hier am ersten Tag. Die Plastikdose hier. So, und das scheint ein Ladegerät zu sein. Da kann dann hier eingesteckt werden und das mit einer USB-A, das ist der HDMI-Port und da ist dann das Ladegerät. Das muss dann natürlich noch mit so einem, wartet mal kurz, mit so einem Gerät hier noch verbunden werden. Ja, so schaut das aus. Da habe ich hier normalerweise für mein Handy Kabel, so ein Teil, aber das kann man ja auch zwecks missbrauchen. Ja, das zur Konsole an sich. Und jetzt würde ich mal sagen, befummeln wir sie noch ein bisschen. Das ist mal, wenn man es zweideutig sieht, ist das ganz schön widerlich. Und dann versuchen wir sie mal an ein Gerät anzuschließen, einen Fernseher oder einen anderen Bildschirm. Ja, hier zu den Knöpfen. Einmal ein bisschen drücken und ein bisschen ausprobieren. Ja, ist jetzt nicht das geschmeidigste der Welt, aber man kann bestimmt mitspielen. Hoffe ich zumindest. Ach, hallo! Ich bring's mal näher an die Kamera ran hier. Das Steuerkreuz. Schaut euch das Steuerkreuz an. Das ist ja jetzt schon locker. Sitzt hier ganz lose in der Hülle hier. Das ist wahrscheinlich nur durch eine Schraube hier gehalten. Ja, man kann irgendwie, drücken irgendwie. Aber das ist jetzt, guck mal, ich kann es hier drehen. Okay, naja. Select und Start. Ja, übliche Knöpfe. A und B sind nämlich Plastik. Ja, das sind Plastikknöpfe. Steuerkreuz fühlt sich ein bisschen eleganter an. Und ja, Select und Start, das sind so Gummiknöpfe. Ja, fühlt sich nicht edel an, aber ich denke, das war auch damals der Nintendo NES Controller nicht wirklich. Also ich habe nie einen in der Hand gehabt. So alt bin ich noch nicht, dass ich damit mit dem Original mal gespielt hätte. Aber ja, kann mir nicht vorstellen, dass das 1983 anders gewesen sein könnte. 83, ja, ist das die richtige Zahl, die ich da abgelesen habe von Wikipedia? Ja. Okay, ich würde mal sagen, schließ das mit dem mal zusammen und verbinde das und das mal mit dem hier und verbinde das alles zusammen mit einem Bildschirm und dann schauen wir mal, ob wir das Ganze in Betrieb kriegen. Versuch's mal. Mal schauen, ob das Gerät überhaupt das hier aushält. Nichts passiert. Vielleicht müssen wir es erstmal dem Ladegerät anschließen. Versuchen wir es mal so rum. So, jetzt ist das Gerät verbunden. Es blinkt rot. Es blinkt nicht, es leuchtet rot. Power. Okay, vielleicht muss es erstmal aufladen. Steht dazu irgendwas in der Anleitung? Können wir ja mal nachgucken. Französisch, Deutsch. So. Warnung. HDMI-Anschluss an ein TV-Gerät-Monitor.
Ja, vielleicht geht es halt wirklich am Laptop nicht. Deshalb brauchen wir wirklich ein, ich brauche mal wirklich ein TV. Das wäre blöd. Nee, es muss auch am Laptop gehen. Das muss auch, das muss ja eigentlich auf dem PC auch funktionieren, oder? Oha, es klappt. Es funktioniert. Controller in die Kamera halten. Nice. Und da haben wir das Menü. Schauen wir mal drauf. Ich hoffe, man kann es irgendwie erkennen. Balloon Fight. Bubble Bobble. Castlevania. Das sind die ganzen Spiele, die man hier spielen kann. Dr. Mario. Nice. Final Fantasy. Das muss ich mal spielen. Vielleicht mache ich das mal irgendwann auch. Wenn das. Ich erwarte es eigentlich. Ich gehe davon aus, dass das auch auf einem PC geht, also auf einem PC-Bildschirm. Da werde ich das mal irgendwann mal hier wirklich mal mit einer Capture Card richtig gut mal Final Fantasy spielen. Nice. Ghost and Goblins. Ace Climbo. Nice. Kirby. Mario Bros. Ist das nicht nice? Pac-Man. Was haben wir denn hier noch? Super Mario Bros. 2, 3, Zelda, The Adventure of Link, nice. Donkey Kong. Na, wundervoll. Alter, nice. Das ist die Musik von Mario. Spitze. Ja, machen. Ich habe dich mal privat auch ein bisschen zocken jetzt und mal schauen, was da wird. So, Fazit zum NES Mini bzw. Nintendo Classic Mini. Ich habe es jetzt schon grob eine Stunde angetestet, habe auf dem Fernseher da ein bisschen alle Spiele mal angespielt und ich kann sagen, ja, es spielt sich schön. Nach einer Weile vergisst man auch den Controller in der Hand und ja. Dass die Tasten so ein bisschen locker sind, ja, gut, aber das spielt dann irgendwann keine Rolle mehr und es macht höllisch viel Spaß, diese alten Spiele mal zu spielen und mal anzuzocken und auch mal die Möglichkeit haben, auch mit diesem Controller in der Hand mal ein bisschen was zu daddeln. Das ist einfach spitze. Ich werde es mir auch hier in mein kleines Nirvana stellen und ja. Ich bin begeistert davon. Also, ich kann das Ding nur in höchsten Tönen loben. Also, Respekt an dieser Stelle. Also, wie ich finde, jeden Cent wert. Also,
Kaufempfehlung an dieser Stelle, auch wenn das Ding nicht gesponsert ist. Bei mir sowieso niemals. Ihr wisst, ich bin auch ein zu kleiner YouTuber. Ich kriege noch nichts gesponsert. Aber wirklich, ich habe mir das Ding gekauft. 69,99 Euro kostet das jetzt im Technikmarkt XY. Und wie gesagt, ich finde allein schon vom Sammlerwert, also naja gut, es ist jetzt nicht der Original NES, also wäre schon richtig geil, also einen richtigen NES zu haben, aber das kriegst du nicht für 69,99 Euro. Da musst du schon ein bisschen mehr reinblättern, aber ist schon mal eine Sache, das halt wirklich mal zu haben und damit spielen zu können und 30 schöne Spiele, die man damit spielen kann, der schlägt mein Gamerherz schneller und höher. Wundervoll einfach. Ich liebe das Ding jetzt schon. Däumchen nach oben, solltet ihr das auch lieben. Sollte euch das Video auch gefallen haben, lasst ein Abo da, wenn ihr neu auf meiner Kanalsitzzeit und vielleicht in Zukunft auch das ein oder andere Video mit dem Teil hier nicht verpassen wollt. Ansonsten habt noch einen angenehmen, fürstlichen Tag. Zockt nicht zu wenig, trinkt nicht zu viel und haut da rein. Bis dann und ciao.